In der heutigen Folge erfahren Sie, warum Sie zu Weihnachten an sich selbst denken sollten. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Hier lernst du alles über deine Aufgaben, Rechte und Pflichten, um dir deine tägliche BR-Arbeit zu erleichtern. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Ho, ho, ho. Immer unterwegs im Auftrage des Kunden. So oder ähnlich lauten die natürlich positiven Selbstbeschreibungen vieler Unternehmen und vieler Unternehmer. Und die gute Weihnachtsbotschaft lautet, vielen Unternehmen geht es gut, noch wächst die Wirtschaft in Deutschland und auch längst nicht alle, aber viele Arbeitnehmer sind durchaus zufrieden mit dem bislang Erreichten. Es gibt in der betrieblichen Realität allerdings noch eine Instanz, die sich um den Kunden kümmert als Arbeitnehmer, zugleich aber um die Kollegen als Amtsträger. Natürlich wissen Sie, von wem ich rede. Vom Betriebsratsmitglied. Die Betriebsratsarbeit ist spannend, manchmal herausfordernd und gelegentlich konfliktreich. Das kann auch nicht anders sein. Gerade zur Weihnachtszeit lohnt es, daran zu erinnern, dass die betriebliche Mitbestimmung ebenfalls ein Erfolgsfaktor ist für den wirtschaftlichen Erfolg vieler Unternehmen. Dennoch, es ist Mode geworden, das Betriebsratsmitglied als etwas eigen, manchmal als Umstandskrämer, als Bedenkenträger, gelegentlich als Miesepeter oder gar als Freak anzusehen. Das ist ungerecht. Und es ist beschämend, wenn nicht der Arbeitgeber, sondern manchmal sogar Kollegen ähnlich sprechen. Als Arbeitnehmeranwalt, der in der Betriebsrätefortbildung tätig ist, habe ich gemeinsam mit meinen Kollegen einen vielleicht unzeitgemäßen Wunsch, einen Tipp, möglicherweise unpassend zur Weihnachtszeit. Denken Sie zum Weihnachtsfest in dieser stillen Zeit an sich selbst. Denn für Betriebsräte ist sozusagen das ganze Jahr über Weihnachten. Wann, wenn nicht zum Weihnachtsfest, denkt man an andere? Das aber tut das Betriebsratsmitglied täglich. Und ganz wichtig, bleiben Sie genauso, wie Sie sind. Denn unter uns, ohne die sympathischen Umstandskrämer, die manchmal etwas umständlichen Bedenkenträger, die nur scheinbaren Miesepeter, ohne die sympathischen Freaks, wäre die betriebliche Realität unleugbar trostlos. Das war Niklas Pastie für die WHF. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit. Und gleich bei der WHF sind wir natürlich mit Betriebsrat wieder unterwegs im Auftrag des Kunden. Lieber Hörer, wir hoffen, es hat dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für dich dabei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast. Dein Feedback ist uns sehr wichtig und hilft uns, noch bessere Inhalte für dich und diesen Podcast zu produzieren. Den Link für die Bewertung findest du in der Beschreibung. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Tag und bis bald!